Also ich heiße Günter Schmeiser. Ich wohne in Limbacher Frohnau. Bin 76 Jahre alt und bin seit 4 Jahren Ehrenpräsident des Schwimmsport- und Tauchsportvereins. Ich habe vorher 15 Jahre den Verein geleitet, habe den Verein auch gegründet. Wir haben einige Flüchtlingskinder hier. Ich versuche den Kindern das Schwimmen beizubringen. Also wir fangen eigentlich an mit Wassergewöhnung. Das geht los mit Tauchen, Kleiden und mal reinspringen ins tiefere Wasser. Und dann werden die Schwimmbewegungen beigebracht. Und zwar erstmal Trockenschwimmen. Ja. Ein Drittel schafft das Seepferdchen, ein Drittel sind so Halbschwimmer und beim letzten Drittel sind wir froh, dass sie ins Wasser gehen. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis und zwar von einer ehemaligen Kollegin ist das Kind kurz vor der Einschulung ertrunken in der Talsperre Pöhl. Und da habe ich mir gesagt, da fängst du mal als Schwimmer an Kindern das Schwimmen beizubringen. Also das ist schon über 40 Jahre her. Und seitdem haben bei mir, schätzungsweise in der Größenordnung, 2000 oder über 2000 Kinder das Schwimmen gelernt. Also Fakt ist eins, wenn man was nicht machen will, findet man 1000 Ausreden. Und für mich ist das hier keine Belastung, weil ich selber noch mache, selber noch praktiziere. Und solange mir das Spaß macht, werde ich das auch betreiben. Also ich engagiere mich für Sachsen, weil ich immer spaßeshalber sage, mit einem ernsten Hintergrund, Sachsen ist das einzige aufstrebende Bundesland.